So, ich schau mal, wo bin ich? Ich bin jetzt beim Eingang, Taxon Nummer 2. Ah, genau. Wenn Sie du bist bei mir, genau. Sind Sie tot. Genau, aber wir wollen nicht weiter auf, oder? Oder gehen wir drinnen auf? Wir wollen in die 32er. Gehen wir schnell. Bin ich. Z02 West bin ich jetzt. Ja. Bei dir? Ich bin da drin. Okay. Ja, passt. EZ2 West. Servus. Passt, Onkel ist auch da. Schauen schnell, kein Moment. Schauen wir mal. Ob das was bringt, der Lumpensammler. Equipment-mäßig, was habt ihr denn dabei? Oder was macht es denn hier? Fähigkeiten? Heiler. Heilpaket mit Munition, also sprich mit Magazin, dass man keins verliert. Ich glaube, das würde ich jetzt ändern auf Heilung, wenn einer down liegt. Ja, also ich habe einen Impulsgeber mit Scrambler, dass uns keiner sehen kann. Und die Heilstation auch. Und als Hauptdings habe ich die Wiederbelebung für alle. Den habe ich auch drinnen, ja. Ich hab den verstärkten Schaden. Ja, also ich spiele die Idee. Und hab Befestigung herinnen. Und einen Hulsposten. Hab ich mit, dass die Muni nicht. Und dass keine Muni verbrauchst. Und einen Taktiklink. Mach ich jetzt halt schnell rein, wenn genügend Leute den Healing haben. Genau. Scanner habe ich auch mit, ja. Ich mache das wieder mit dem automatischen Wiederbeleben in der Heilstation, das ist glaube ich besser. Ja. Wenn man nur braucht, wie wir den Raid gespielt haben. So, okay. So. Ich hab's mal. Okay, von mir aus geht's los. Mhm. Und voll, also. Von mir ist schönes Wetter, na gut, sei Dank. Ja, ich wollte gerade sagen, schönes Wetter da. So, ich geht's vor. Geh mal der Waage runter, probieren wir's mal. Nein, wir gehen zuerst. Das sind 32er Feinde auf. Oder? Okay, dann geht's. Zu 32 sogar auf. Okay. Ich wollte nur jetzt nicht die Straße erst runterlaufen, um dann eh rüber zu gehen. Dachte ich mir, kann ich gleich die Abkürzung nehmen. Ja, wir laufen mit her wie die Lemminge. Genau. Warte mal, gibt's ein Paket da? Da bin ich voll. Gerade aus dem Gegner. So also richtig flüssig laufen das oft nicht, gell? Jetzt hackt's bei mir auch teilweise, also ab und zu hackt's ein bisschen. Das habe ich auch in der Dark Zone oft. Oder hittesten Gegner. Ja, alle Animationen werden ausgeführt. Aber du siehst keine. Also den Schaden siehst du nicht und er nimmt keinen Schaden. Und auf einmal, zack, hat er einen kompletten Schaden gefressen. Wie kommt vor, dass es ab und zu der Fehler ist beim. Mit der Granate schießen, also mit dieser Haftgranate da? Einzelne, zwei Agents hinter uns, aber wurscht, die laufen in die andere Richtung. Bei mir die letzten zwei Wochen mit Proximen. Ersten raus. Das war schlimmer, ja. Oh, könnte sein, dass hier sogar der Bossgegner noch ist. Vielleicht einmal kurz einen Scan machen. Moment, komm schon. Weil der ist ja ein 31er, kann man ja noch schnell mitnehmen. Wer
Komm schon her, also das ist aber. Da rechts ist einer noch. Ich. Ist der Boss gegen da oben? Habt ihr was? Ah, ich, ja, weiß, ich weiß nicht. Es könnte sein, dass der. Es war jetzt nur eine Vermutung, dass der vielleicht da ist, aber. Kann sein, dass der schon gewinnt. Hinten ist der Darkzone-Kiste, oder? Darkzone. Na, doch nicht, eine kleine, ne? Kleine. Ja, wenn jemand weiß, wo die Darkzone-Kiste sein soll, ja, einfach sagen. Ich meine, dass ich draußen mal eine gesehen habe, da bei dem so ein Sprung. Ja, kann sein, weil, wo denn? Ja. Sag halt. Nein, hallo? Mein Gedächtnis lässt schon nach. Ey, schau halt. Mann. Victor, spielst du Siege auch noch ein bisschen oder eher weniger jetzt? Momentan einmal nicht, ne? Momentan ist nur der Television. Und Rocket League. Nein, Rocket League spielt. Nicht Rocket League, Trackmania, genau, das war's. Da müssen wir aufpassen, ne? 32er, dass wir nicht so reinraschen wie bei den 31ern. Yep. Machen wir gleich draußen. Das sind also okay, das sind eh noch 31er. Ja, danach fängt glaube ich das 32er. Oder 31 bis 32. Wo ist es gar nicht? Rechts kommt dann der Führer. Ja, den rechten bearbeite ich gerade, der ist gleich down, ja, ist schon down. Sehr schön. Kommt da einer. Ja. Ja, das merkst du dann schon brutal. Wenn du da schon so an die 120 SPS machst. Yes. Du hast doch vorhin gemeint, da kennst du doch die Dark Zone Kiste, oder? Weißt du, ah, hier ist Division Tag bei mir. Okay. Das nehmen wir doch auch mit. Den blauen Loot nehmen wir gar nicht mit, was er da liegen. Ja, ja, nicht. Na, blau ist schon. Teilweise ist sogar schon violett uninteressant. Ja, ja, da schaue ich auch mal ist, an. Was? Violett ist für mich schon mal interessant, weil ich habe nur. Draußen wird eine Menge Feinde noch. Ah, da oben fängt's an, alles klar. Gehen wir mal da hin. Da waren wir hier eh schon, gell? Das. Ja. Das ist richtig gestorben, bin, ne? Du hast die angeschossen haben, genau. Ja. Mit den Agenten. Grüner Loot, na klar. Brauchen wir unbedingt, oder? Dann nehmen wir mit. Grün ist genau. Das neue Gold. Ja, das moderne, moderne Gold. Oh, Bumpy, 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 Bumpy. Schick. Mhm. Hinter mir, wow. Die Violetten und bei deinen Gelben geht sich ein Magazin aus schon bei mir mit meiner Waffe, Gott sei Dank. Ich einen schönen Treffer. Das ist gut schon, ja. Und nur mal die Sniper ausprobieren, was ich habe. Taugt. Und einer ist... Lauf, lauf, Junge, lauf. Komm schon, komm schon. Kein Stress.
Ich glaube, da war ich überhaupt noch nie. Ja, ich war jetzt auch noch nicht im 32er. 32er war noch nie. Schauen wir mal, ob wir es überleben. Schon mal guter Empfang. Also das schaut wirklich mächtig aus da. Ich glaube, da sollte man etwas überlegter nach vorstimmen, also wie sonst immer. Ja, auf alle Fälle, da vorne sind schon mal welche. Ja, voll Gracho drauf und fest. Aber immerhin gibt's da auch normale, ja. Nicht nur goldene wie bei der Herausforderung. Das macht nämlich auch nochmal einen ganz schönen Unterschied. Ich buff mal die Decke. Ja, haut rein. Ramos. Rusher. Ja, hab ich. Ah ja, die normalen gehen ja gut weg. Super. Ja. Die gehen aber wirklich, die gehen schön weg, ja. Die gehen ja fast so gut weg wie die 31er. Das stimmt. Schauen wir mal, wenn wir auf den ersten Bossgegner treffen, was wir dann sagen. Das ist lustig, ja, da freuen wir schon drauf. Oh, Dark Zone Rang aufgestiegen, wunderbar. Was hast du für einen Rang? Keine Ahnung, sehe ich gerade nicht. Du hast ja ohne HUD, gell? Spielst du? Ich spiele ohne HUD, ja. Oh, da ist gleich ein Weg runter. Hört sich schon mal gut an. So. Machen wir die nach vorne platt schnell. Woll. Was ist denn der für violettes Zeug vorhin? Bei mir gar nichts, ich wollte schon mal den Tag sagen, bei mir fehlt heute nichts. So? Okay. Bei mir war es auch blau. Also da jetzt ist es auch nicht. Da hinten ist ein großer, ein goldener. Ja, sie haben es halt jetzt aber auch, ich glaube von der Changelog her, was ich gelesen habe, haben sie es auch gepatcht, dass prinzipiell von den normalen Gegnern nicht mehr so häufig violettes Zeug droppt, dafür. Ja. Shoppen halt bei den Bossgegnern halt auch mal Sachen, die man vielleicht unter Umständen gebraucht. Oh fuck, ich bin leer. Meine Muni ist leer. Scheiße. Ja, bei dem ist gar nichts gefallen da jetzt. Unglaublich. Warte, ich sage, gib mal hier den. Da wird bestimmt wieder einer sein. Ganz kurz. Den ich einen kleinen Moment, ich wechsle nur schnell die Waffe. Da habe ich ein Problem mit der Munition. Schön. Schön. Was magst du? Den blauen Scheiß löschen. So, geht schon, bin so weit. Entschuldigen Sie. So nicht. So, schauen wir mal. Das blaue nicht allzu gut gezeichnet werden. Und da sind schon gleich welche. Kann einer so schnell scannen? Alter, das geht viel besser, Mann. Gut, Jungs, ey. Krass, Mann, das macht voll den Unterschied. Ich hab auch geglaubt, dass. Ich hätte mir jetzt auch gedacht, dass es schlimmer ist. Das, ja, gut, weil ich denke mal, wenn wir da mal in so einen Gegner reinfallen, die werden die rushen oder so, aber. Also, die sind nicht so. Die sind bei. Ich glaube, die sind auf Herausforderungen stärker. Weil auf Herausforderungen ballerst du ja teilweise zu viert auf einen Gegner ein. Ja, um den dann könnten wir werden auch stärker. Wir haben mal gut Schaden schon, ne? Oh, ja, also mir ist auch schon aufgefallen, dass ich. Also, das macht einen Unterschied. Diese 15.000 SPS, sage ich jetzt mal, wenn du dann schon so an die 120 machst, macht einen wahnsinnigen Unterschied. Na, lass es nichts fallen, die Burschen. Nix, null. So, ihr verbraucht keine Munition. Ist aber schön. Ja, der schießt aber schön hart. Ruhe. Komm zurück, ihr bist wieder bei Lime drinnen. Ja, passt schon. Er vergammelt sich da hinten so blöd. Komm ich nicht gescheit an den ran. Ich habe doch nicht Arsch nach vor, das war doch keine gute Idee. Aber das wollte ich machen. Nach hinten losgegangen. Keine Ahnung, wie wir durchkämen. Gehen wir mal da hier. Okay. Gehen wir mal da hin. Lass uns mal schon, wo sind wir herkommen? Ja?
Na, ich weiß nicht. Ja, hier ist Division Tech. Das hat er schon mal was gebracht. Okay. Hey. Aber golden ist sogar das. Ui. Boah, ich habe sogar zwei goldene Sachen bekommen, ey. Was geht ab? Aber wie gesagt, also ich habe so in den, laut Changelog haben sie es wohl echt drastisch erhöht da in der 32er. Sollen auch wirklich häufiger jetzt High-End-Sachen droppen. Schauen wir mal. Ja, bin gespannt. Also dabei war bei mir noch nichts. Aber eben, wir haben noch keinen Endboss gehabt. Ich sehe hier leider auch keine Kiste irgendwie. Da räumt sich ja irgendwie nichts mehr, ne? Ja, sonst gehen wir da mal raus. Weiter reinwühlen in die 32er. Das ist ja riesig wahrscheinlich, oder? Da geht's wieder. Schauen wir kurz da vorne noch. Da geht's nach oben. Ja, da ist auch ein Wahrzeichen da vorne. Also so ein. Da ist etwas los. Da ist was los bei mir. Jetzt greifen wir die an, trauen wir uns. Ja, dann. Ja, da ist die Scheiße an, hey. Nein, hätte nicht. Warte, ich geh auf die andere Seite. Oh, ich glaub, ja, auf Durchgang. Jetzt halten die Gegner ein bisschen was aus. Auf der anderen Seite ist auch ein Durchgang, Jungs. Wenn wir 2-2 machen. Ja, ich gehe mit dir rüber. Jede Menge, du. Ja, okay. Ich sehe nur Gold oben. Ich habe chronische Muni-Probleme. Verlassen des kontaminierten Gebiets. Oh. Die schießen hart, die Burschen. Oh. Bin down. Onkel hinter dir, Onkel hinter dir. Jo. Dankeschön. Kommt an einer, links. Jo, ich bin gerade schwerstens erledigt. U2 sind da zwei. U2, ja, warte, ich komm rüber. Ah, fuck. Okay. Die Schüsse sind hart, aber aushalten kommt man vor, tut uns nicht wirklich. Ja, aber man merkt, dass das LMP prinzipiell irgendwie, glaube ich, ein bisschen mehr austeilt und hält als der Rest der. Scheiße, da sind Gegner. Sniper auch oben, Jungs. Boss-Gegner ist da draußen. Das LMB, ja. Okay. Jo, ich rüste mal schnell Sniper aus noch. Oder besser gesagt, so ein Sniper-Verschnitt. Oh. Boah, das haut rein, ey, jetzt. Wo ist OOO? Der uns oder was nicht? Na, geht schön, das passt schon. Oh, ist nicht Ordnung. Okay. Ich auf dem Sniper da hinten mal, wenn ich ihn sehe. Ich geh wieder auf die andere Seite rüber. Ja, ich geh mit dir. Drüben ein bisschen. What the fuck? Einer Geld aus ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Ja. Das Bossgegner ist ein Sniper, Achtung! Der trifft. Ach, dann ist das der Bossgegner, der immer hier den scheiß One-Shot macht. Der Captain Wilson, ja. Rechts oben sind noch Gegner. Ja. Au. Oh. So, wieso drückt es einen noch von oben? Ich geh schon weg. Durch, ja. Sniper schießt aber auch sehr hart, muss ich sagen, meine neue da. Was? Der ist weg, oh, pass auf, oben gegenüber. Ja, ich stell mal auf. Ich stell auf. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Mit dem Sniper mache ich unter Anführungszeichen nur 132.000 Schaden, leider. Ich habe nichts gescheites. 132? Ja. Ja, der hat eine richtige, du hast eine richtige, so eine Single-Shot-Sniper, oder? Ja. Oh, lila Loot, yeah, ich glaub's nicht. Zweimal bei mir sogar. Zweimal links und rechts lila. Warte, oben sind noch Gegner, merke, gell? Rechts oben. Ja. Hinter uns sind andere Gegner, hinter uns oben. Ach du Scheiße. Oh, bei mir ist einer. Bei mir ist einer, die sind gespawnt irgendwo oder was. Bei uns herunter. Der ist overcooked, ja. Sie betreten jetzt kontaminiertes drauf. Gebiet. Er ist down. Boah. Ich komm, warte, ich komm. Oh Scheiße, ich hab nur mehr 30 Schuss. Ich geh wieder rein. Wir sind am besten so andere Waffen da. Ich würde sagen, am besten ist wir schauen, dass wir hochkommen zu dem Boss-Loot, ja. Und dann von dort aus die Gegner hinter uns dann fertig machen am besten.
Von unten sieht man die so schlecht. Was gut wäre, ist, wenn wir einen Gegner nicht ganz kaputt machen, dass er mit der Pistole ziehen kann, weil dann füllt sie meine Waffen wieder auf. Ja, klar, natürlich. Oh, ich bin down. Elektroschock, ich bin down, okay. bin down. Warte, ich komm. Oh, der ist unten, Jungs. Da ist einer. Okay, warte. Boah, jetzt geht's gerade ab. Wir arbeiten den da unten. Jetzt fliegen die Granaten. Wow! Ich bekomme das allererste Mal einen liegender Gegenstand, ey, bei dem mir sogar angezeigt wird, dass er mehr kann als mein jetziger. Okay. Ich kenne. Das habe ich im Hitze des Gefechts noch gar nicht geschaut. Aber bei mir nicht. Bei mir ist es minus. Stehst du gerade drinnen, Onkel? Oh. Ja, irgendwas stimmt gerade nicht, ey. Irgendwas stimmt doch gerade nicht mit meinem. Das leckt. Ich geh jetzt mal auf die andere Seite rüber. Oh! Doch nicht. Oh, da ist unten wieder unterwegs, kann das sein? Oh, ah, ich bin genau der Granate. Warte, ich komm sonst zu dir. Ja, warte, ich geh noch in Deckung da. Passt, Fuxi, ich mach. Okay. Sicher okay. Ganze Zeit. Sind alle noch drüben auf der anderen Seite, oder? Ja, na, alle, einer noch, oder? Den habe ich jetzt gerade gekillt. Naja, da hinten steht er, das ist der Granatwerfer. Der kriegt dich schön, schau, wunderschön. Keine Chance. Ja, aber es geht gut eigentlich, muss ich sagen. Geht doch ganz geht gut. Voll also. Gut, ja. Ja, wenn du ein bisschen hinten bleibst, geht es also, wenn wir nicht verraschen. Munition bin ich schaut fast voll, da. Schaut cool aus, ey. Die DZ-05 und 06 oder sowas, die schauen richtig, da fetzt aus euch. Hier ist garantierter lila Loot, die 30er Kisten wo bist du? Ja, genau vor dir in dieser Quarantänezone. Die großen 30er Kisten müssen jetzt wohl scheinbar durch den Changelog kaufen. Kann ich da aufmachen, bin ich 99. Oh, jawohl. War alles schlecht, das ist schon aufmacht, ja. Ich bin von 6 von 9, Jungs. 4 von 9. Oh, das wird heftig, Alter. Wir sollten uns dann sogar fast überlegen, muss ich sagen, ob wir nicht zum Ausfliegen in der Zone wieder runtergehen. Also. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann es nicht einschätzen, was da passiert. Eben. Vielleicht, dass wir uns einmal die Zone kurz vor anschauen, ob das eine kleinere oder größere Zone ist. So eine Riesenzone ist wie 31. Ob man jetzt vorher in der Safe House gehen, da gibt's keins. Wegen der Munition. Es muss irgendwo eins geben. Unter uns gibt's eins. Hier im Schutzraum, ich markiere ihn mal gerade, der ist nicht weit weg. Der ist nochmal ein Stückchen nach oben. Ja, ich sehe es auch gerade. Ja. Die Frage ist, da war eh noch nie in einem Schutzraum. Ah, nein, das ist aber da eine Zone weiter unten ist der, ja. Das ist eine Zone weiter unten, ist richtig, ja. Es gibt ja einen Erfolg, wenn du bei jeder Abholzone was weggeschickt hast, ja. Also, von dem her gesehen war es nicht schlecht, das einmal zu machen, ja. Ja, klar. Kann man gerne machen. Ihr seid eh schon so stark, ich meine, da machen wir keine Sorgen eigentlich, also. Aber wenn du über 100.000 Schaden schon machst mit deiner Sniper, puh, das ist stärker als meiner. Ja, aber er hat doch einen richtigen Sniper, du darfst das nicht verwechseln mit so einem Ding, was eher so schießt wie ein Scout-Gewehr oder sowas, wie man es bei Destiny kennt, weil die Dinger sind, die kannst du sogar ohne Scope voll easy benutzen, so, ne? Vorher habe ich die Socken gehabt, das war auch ein Einzelschuss, also ein richtiger Sniper, da habe ich nur 68 oder so gehabt. Ja, nein, die Sukum, da steht zwar Präzisionsgewehr, aber ich habe die Sukum auch und die macht auch nur 69 SPS. Weil die Sukum ist so eine Einzelschusswaffe, weißt du, wie so ein G3 oder sowas. So, bin wieder voll. Wie damals, sollen wir raufgehen in die 32er Abholbereich, dass man dann dort ist, oder? Gerne. Boah, was? Probieren wir es heute mal. Geiles Zeug. Also ich habe gehört, es muss hier wohl auch irgendwo in der DZ06 gibt es wohl auch scheinbar einen Händler, so einen Spezialistenhändler, bei dem kann man mit Phoenix-Credits dann krasse Sachen holen oder sowas. Ist der Dark Xur oder sowas heißt der irgendwie. Wird der genannt inzwischen in der Community. Okay. Dark Xur. Ihr wisst ja, mit einem zweiten Charakter könnt ihr die Phoenix-Credits dann auch farmen, gell? Also ihr könnt einen zweiten Charakter anlegen. Und Phoenix-Credits, die bleiben immer, also kannst du diese täglichen Herausforderungen mit zwei Charaktere spielen und die Phoenix Credits addieren sie dann.
Okay, okay. Gut, so wie ich gerade da unten ist ein Abholbereich, der liegt noch in der 32er Zone. Ja, ich wollte jetzt erstmal keinen zweiten Charakter machen, aber ich habe das auch schon gehört. Also ja, irgendwann mal wird das bestimmt der Fall sein, dass ich da mal irgendwann mal noch was mache. Weil das ist aber, was du markiert hast, das ist auch zwei, was ist da ganz oben? Also die 6 ist auch 32, okay, das ist wurscht, okay. Ja, gut. Die 32er Zone kommt mir auch relativ groß vor eigentlich. Ja, das ist brutal, das 5 und 6, also das geht bis auf jetzt dann. Das ist voll riesig dann auch. Echt riesig, ja. Ja, ist eh cool. Ja, voll. Wir können da ausflängen, dann können wir ja raufschauen zum nächsten. Warte mal, ich tue geschwind mal umskillen, weil du statt den Scrambler tue ich, tue ich was anderes rein, nämlich. Moment, es wird rot angezeigt, auf der Karte kann man das scannen. Schaden wird erhöht, warte, tue ich rein. Erhöhter Schaden. Okay, vom Feind. Da schon gut was, ja. Ist auch wieder LMB. Jawohl, die haben wir weg, die Typen. Ah, schon ist hier da. 32 alles, natürlich, ja. Die ist ein bisschen weit vorne, Alter, da, was Onkel. Ja, nee, er hat sich nicht geduckt, ey. Ich wollte mich eigentlich da hin ducken, aber irgendwie.